Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen beim Frühstückstalk. Bei 13 Uhr ist ja gar nicht mehr so früh. Aber ich sehe das mal nicht so eng. Denn es ist ja quasi der erste Zock des Tages oder so. Und ja. Ha, wie siehst du denn aus? Hallo Cool Jay. Ja, ich habe mich passend zum Spiel versucht einzukleiden. Mir ist allerdings schon aufgefallen, dass es gar nicht so schlau war. Denn, ich kann ja so gar nichts trinken. Ich habe mir extra mal einen Kaffee gemacht eben. Aber den, Das ist, Naja. Da muss ich wohl ein bisschen warten damit. Strohhalm. Ja, nee, hier geht ja gar nichts durch. Also ich könnte hier ein Loch reinschneiden, aber ich denke, ich werde die Maske da einfach kurz runter machen dann. Aber erstmal schauen wir, wie weit ich komme. Ohne das. Boah, das drückt mir ganz schön auf die Nase drauf. So. So. Ja, OpenSea. Ach ja, genau. Wir haben ja leider den DLC schon begonnen. Das klären können mit dem DLC. Nee, leider nicht. Boah, ich muss erstmal wieder an das Spiel gewöhnen. Kommt mir so schnell vor. Weil ich jetzt zuletzt nur Sherlock Holmes gespielt habe und andere langsame Spiele. Es ist, doch eine gewisse Umgewöhnung gerade. Seit um dich herum wird automatisch langsamer. Ja, wahrscheinlich. Achso, wenn ich gedrückt lasse, dann bleibe ich auch im Dash-Modus, okay. Oh Mann, ey. Ein bisschen wie bei dem Sonic-Spiel. Auch erst Ewigkeiten dran gewöhnen musste. An diese Geschwindigkeit. One-Player-Mode, hi, wunderschönen guten Morgen. Furchtbar hier. Ach, ich kann sogar sterben. Oh. Im Stream brauchst du auch keine Maske. Nicht? Achso. Das ist ja hier wegen, ne? Wegen Immersion und so. Noch die Nachwirkung vom roten Phantom. Ach, hör mir auf mit dem. Ich habe eben tatsächlich nochmal das Ende geguckt, weil ich eingeschlafen bin. Aber das ist ja ein so ein öder, langweiliger Mistfilm. Also in den Fässern ist Energie dann drin. Okay. Schläferz, ja genau. Ich bin. Ist dann zwischendurch kurz eingenickt. Ja, zu Recht. Also. Bin pünktlich zum Bang Boom Bang bin ich wieder aufgewacht. Hab ich noch die Hälfte von geguckt. Aber. Och Mann! Okay, vielleicht muss ich mich doch ein bisschen aufs Spiel konzentrieren.
So. Aber das ist auch gerade eine Passage, die ist schneller als sonst das Spiel, ne? Ach, komm schon. Ach, Mist. Ach, nee, ey. Ach, wenigstens Energie. Achso, ich muss den Dash gar nicht gedrückt lassen. Ah, okay. Solange ich andere Sachen wieder durchfahre... Stark an Tunnel aus Battletoads, oder? Ja. Alright, let's show that Squid who's boss. Och nee, im Bosskampf. Uff. Es geht alles so schnell. Splatoon, ja. Yeah. Ach, cool. Wie cool! Oh. Geil gemacht, der Bossfight. Ja, auf jeden Fall. Also der macht echt Laune. Bomben nicht auf ihn zurückschießen oder wie läuft das? So, ne, die gehen einfach nur kaputt, okay. So, zweimal. Oh. Okay, das war nicht so schlau. You can't say I'm always negative. Go, Messenger, you can do it. Haha. So, jetzt aber. Oh, serious time. Nein! Oh! Ist aber auch vertrackt. Boah, fängt es gerade an zu regnen, muss man fix auf dem Balkon Wäsche reinholen. Er trinkt nicht. Ja, viel Spaß. Also hier kam auch gerade richtig Hagel runter, kurz bevor ich angefangen habe. Ruschelt dein Mikro manchmal? Eigentlich nicht. Sollte es nicht. Mal versuchen, das im Auge zu behalten. Allerdings ist das während des Bosskampfes ein bisschen schwer.
Vielleicht ist auch durch die Maske ein bisschen der Sound eingeschränkt. Oh Mann. Ja. So, easy peasy. Enough, give them back. Why won't you tell me? Why won't you tell us what is wrong, Ruxton? I don't want to talk, I just want my stills. But we miss you. Why won't you visit? Stop it, you're not my mom. Ruxton. Ja, er hat mir die Stelzen geklaut, ne? He left again. Oh, yes. I don't understand him anymore. I thought the necromancer thing was just a phase, but it's been so long now. I feel responsible. We never should have told him he was adopted. Don't cry, Octo. But I miss him, Pi. Aww. You know, I miss him too. Tach Pulli, was zockst du? Hey, Kringle Crusher, moin! The Messenger heißt das. Und da spielt man einen Ninja, deswegen habe ich auch eine Ninja-Maske auf. Es ist ein Action-Plattformer. I know what will cheer you up. Tentacle Touch, Tentacle Touch. Ist schwer? Ja, ziemlich. I love you, Pi. And I love you too, Octo. Aww. Gut, ja. Wobei, das ist jetzt der DLC und der hat gerade angefangen. Ich schätze, das wird jetzt noch nicht so schwer sein, aber mal gucken. The messenger will play right in my hand, and once the magic seed is imbued with voodoo energy, I will be one step closer to getting my revenge. Ja, den haben wir ja besiegt. So naive and predictable, I bet he is already on his way to save these useless creatures. Ah, I knew it. Time to hide for now. Welcome to the tropics. Ah, endlich lohnt es sich, dass ich dieses Hemd angezogen habe. Can you turn around for a second? Please. Much better. I'll let you get on with it. Come see me if you want to go surfing again. Auf keinen Fall. So, endlich wieder Ninja-Action. Yay. Aua. Das ist ja wie bei Super Mario. Jetzt müsste ich mal nachschauen, ob ich meine ganzen Skills und so weiter noch habe. Ja, okay. Und ob ich neue kaufen kann. Das wäre ja cool.
need anything. Int. I'm having trouble understanding the prophecy. Maybe I can help. What did the prophet say? Through the power of music, the scroll shall meet its maker. Wow, can I believe this guy? Frustrating time shards, yeah, yeah. Okay, you did not just ask me about that. But you'd help. It's the music box. Where is it? Right next to the prophet. Ach, das ist ja noch vom letzten Spiel. Der ein Blütenkranz, ja! Deswegen habe ich auch hier so ein Hawaii-Shirt an. Okay, wo kann ich nochmal meine Skills upgraden? Achso, hier auch bei ihm, ne? Aber es geht jetzt nicht, weil es ausgegraut ist. Ja, okay. Dann habe ich wohl noch alles. Ja, 7 more Power Seals, okay. So, die Frage ist natürlich, ob ich jetzt... Blurry Visions are forcing themselves into focus. Ah! Nee. To save the day, a messenger is needed in the tropics. Die Frage ist, ob ich jetzt einfach so zwischen den beiden Dingern wechseln kann. Aber das mache ich später. Denn ich will ja erstmal jetzt den DLC durchspielen. Das ist ja für heute das Ziel. Oh. Oh nein! Warum kann ich denn diese Leute hier hauen? Tut mir ein bisschen leid. Das wollte ich nicht, weil hier komme ich auch nicht durch. Irgendwo ein... wo war die Map? Ach, hier. Hier kann ich auch nach unten. Hier? Ah. Ja, aber auch nicht durch. War da noch ein Wasser? Steckt sich der einfach. Sehr clever. Also ich bin clever, meine ich. Es ist auch endlich nicht mehr so super schnell. Jetzt weiß ich wieder, was ich hier tue. Hat niemand gesehen, ja? Oh, was ist hier? Special Icon. So, da komme ich wieder raus. Dann muss ich wohl diese Maske einsammeln. Hey, look at you, you found an optional item. What is it? A mask piece. I think it goes along with the voodoo feathers you can find in the open sea surfing area. Does something cool happen if I collect all the feathers and mask pieces? Well, it certainly yield more than asking rhetorical questions. Good luck out there. Ja, aber cool, das hilft mir ja gar nichts jetzt. Wenn es optional war, dann war es offensichtlich nicht das, was ich brauche, um hier weiterzukommen. Da hier die Dings aber so schimmert, werde ich ja scheinbar irgendwo auch die Zeit ändern können. Ich glaub's nicht.
Kann es denn wirklich sein, dass ich schon im ersten Screen nicht weiterkomme? Achso, da muss ich hier links nochmal. Ne, jetzt bin ich hier ganz normal im Zeit-HQ. Genau, hier gibt es wieder die alte Welt, ja. Achso, und jetzt könnte ich wahrscheinlich sogar auch die anderen Dinger hier nochmal einsammeln, genau. Wenn ich wollte, aber. So, Watkin Island, genau, Bootkin. Open Sea, Bootkin Shore. Hey, das kann doch nicht sein, warum bin ich denn so doof? Achso, ach, da kann ich mich direkt dann hinporten, wo ich hin will. Ah. Bringt ja auch nichts, wenn ich die haue, also. Ich verstehe das nicht. Rede ich nochmal mit dem Typen am Anfang. Ja, angeboten nochmal irgendwie sein Dings dazu benutzen. So, there are still two Voodoo Fellas left to find. Want to go surfing again. Oh yes. This weather is perfect. Want me to teach you how to surf? No. Alright. Time to shoot the girl. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass direkt am Anfang schon so ein Murks ist, wo ich es einsammeln muss. Aber eigentlich war das Spiel ja immer sehr gnädig. Jetzt habe ich einen Run. Geil. Oh nein! Geil. Okay, eine noch. Nein! So, die hatte ich schon. Na gut, ich hoffe, das war eben bei der nicht auch so und ich habe es nur falsch gelesen. Och, komm schon. Ah, die habe ich noch nicht, okay.
Mann. Ist aber auch schwer. Und weg. Na toll. Oh, nochmal den Boss? Jetzt rief auch noch meine Mutter an, musste immer noch surfen. Oh, nee, oder? Soll ich den echt jetzt nochmal machen? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich den Boss und das Level machen muss, solange bis ich alle von diesen blöden Federn habe. Das, nee, das kann nicht sein. So unter Wasser in keine andere Richtung. Nee, ich kann gleich nochmal schauen, aber ich meine, auf der Karte sah es ja auch so aus, als könnte ich da nur in diese zwei Räume rein. Kann ich gleich nochmal gerne zeigen. Oh nein! Oh, was muss ich denn nochmal machen? Wie ätzend ist das denn? I play with your feet or something? Ja, ja. Jetzt ist die Musik auch anders, oder? So, jetzt einmal vorsichtig sein. Ach. Die sind ja nicht zum Einsammeln. So, easy peasy. Naja, bla bla. Ich kann mir fast einreden, die Bewegungen sind im Rhythmus der Musik. Hey, danke schön. Ja, das kann sein. Aber ich bin total taktlos, was sowas angeht. Also ich kann das überhaupt nicht raushören. Deswegen fällt mir das immer ein bisschen schwer, auch in so Rhythmus spielen und so. Das mache ich rein nach optischen Reizen. Nee, das kann ja nicht sein, dass ich alles jetzt doppelt und dreifach anhören muss. Nein, nein. Oh, wie süß die zwei. Ja, ach Mist, du kanntest den Text jetzt gar nicht, ne? Das war sehr süß, das sind die Adoptiveltern von ihm. Von ihm. Vom
haben Necromancer. Ja. So, also, laut Karte. Genau, die hellblauen sind immer Durchgänge. Und das grüne bedeutet, da ist ein Special-Raum, wo hier so ein Ding drin ist. Und das habe ich ja schon gemacht eben. Und rechts, das ist der Shop. Na, hier das Portal, wo gespeichert werden kann. So, und hier muss ich eigentlich durch. Und diese drei Streben, die da sind, die deuten darauf hin, dass ich eigentlich in einer anderen Dimension dadurch muss. Also zu einer anderen Zeit. Also ich kann halt so ein Zeitwechsel-Dings machen, das ist halt so das Gimmick dieses Spiels. Aber ich sehe hier kein Zeitportal. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Und ich verstehe nicht, warum ich diese Leute hier hauen kann. Having trouble, ja, ja. Prophecy, nee. Ja, auch schon, ja, ja, bla bla. Tja, Das hatte ich mir anders vorgestellt. Achso, und hier komme ich auch nur zu dem Spielzeugverkäufer. Ah, das muss doch irgendwie... Was übersehe ich denn? Also dieses blaue Glitzern, das zeigt halt an, dass ich hier irgendwo die Zeit wechseln kann. Aber nicht, dass der DLC kaputt ist wegen dem Deinstallieren von neulich. Oh! Da sagst du was, aber ich glaube nicht. Ich könnte natürlich sagen, ich versuche nochmal neu zu laden, aber eigentlich nicht, nee. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann kaputt ist. Aber ich kann gerade noch mal im Editor gucken, ob ich da den DLC wirklich jetzt drin habe. Du warst sogar noch drin, obwohl du es deinstalliert hattest, ja. Sollte eigentlich auch nicht möglich gewesen sein. Ja, das ist ja irgendwie... Ist das ein bisschen komisch. Achso, jetzt weil das Spiel läuft, kann ich da nicht in das Funktionsmenü rein. Moment. Dann einmal kurz Desktop. Und dann... Nein! Oh, dieser Epic Launcher, der ist manchmal ein bisschen doof. Weil es ist nicht einfach, da irgendwie in das Optionsmenü von dem Spiel reinzukommen. Weil der es automatisch startet direkt. Ja. Quit to Desktop. So. Jetzt bitte feststellen, dass es nicht mehr läuft. Ja. Save Game synchronisieren. Ja. So. Manage DLC. Ja, ist da. Hast du was an deinem Mikrostoff? Das gibt Nebengeräusche. Eigentlich nicht. Also das hatte der One-Player-Mode eben auch schon gefragt. Aber... nee, also ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht nicht meine Maske kommt, aber...
natürlich auch keinen Soundcheck gemacht vorher. So, ich starte das Spiel jetzt nochmal neu. Aber wenn da irgendwie andere Geräusche reinkommen, das ist ja auch komisch. Oh. Nase ist ganz platt gedrückt. So, Prost. Ist ja. Tja, schade. Dann gehe ich einfach doch erst wieder in die alte Welt zurück und versuche da noch die anderen Dinge einzusammeln, die ich noch holen wollte. Dann machen wir das heute halt erst. Die 100% fertig. Das macht ja auch Spaß. So, 1 von 1, 4 von 4, 2 von 2, 3 von 3, 0, 3 von 3. 3 von 3. 2 von 3. Okay, Howling Grotto. Komme ich denn da wohl am besten hin? Wahrscheinlich von. Ach, das hat sogar ein eigenes Portal, aber das ist ganz schön weit weg. Das ist da unten. Komme ich von hier auch irgendwie da rein? Nee, ne? Ach, dieses Dings ist das, ja, okay. So. Dann gibt es auch endlich mal einen richtigen Eindruck vom Spiel. Genau, das hier sind diese Zeitportale. Jetzt ist halt 8-Bit. Und jetzt ist 16-Bit. Und dadurch verändern sich die Level und die Musik und die Optik halt immer ein bisschen. So, ich muss hier oben zu dieser grünen Medaille hin. Das heißt, ich muss hier links den Ausgang nehmen. Boah. Oben, okay. Ich finde wirklich schön, dass die Entwickler wirklich ihr Handwerk bei diesem Spiel verstanden haben. Da gibt es fast nichts zu meckern. Ja, das stimmt. Also, das, obwohl es so abwechslungsreich ist. Also, dieser Flow, der beim Spielen entsteht, das ist so geil. Deswegen bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt auf das nächste Spiel. A Sea of Time, oder wie das heißen soll. Das wird nämlich ein rundenbasiertes JRPG. Oh.
Aber das kommt erst nächstes Jahr, glaube ich, frühestens. Ich glaube, mit den zwei Figuren auf dem Cover. Ja, genau. So, hier, genau, hier ist jetzt so ein Problem. Da rechts könnte ich eigentlich durch, aber ich bin in der falschen Zeit. Das heißt, ich muss nochmal zurück. Zeit ändern. Hier geht. Ach so, was ist haha? Jetzt mit Keyboard? Nee, mit mit Xbox Controller. Ich hatte neulich Controller angeschlossen. Es ging. Ja, also das, also Jump'n'Runs mit Tastatur zu spielen, ist ja komplett irre. Das machen nur Leute, die vom Teufel besessen sind oder so. So, da ich jetzt hier. Also hier ist ein Portal, aber das kann ich nicht nutzen, weil. Ein PlayStation-Controller, aber musste dafür auch erst so eine Art Emulator runterladen. Ja, das hatte ich früher auch, aber mittlerweile unter Windows 10 laufen die, glaube ich, ganz gut, oder? Boah. Ah! Ich meine, den könnte man einfach anschließen und dann geht's. Ihr kennt den Controller, aber das war's dann auch. Ach so, ach, die ganzen Dingsfunktionen meinst du, ne? Jetzt muss ich leider nochmal relativ weit zurück, um die Zeit doch wieder zu ändern. Wieder dusselig angestellt, bin nicht so der Technikprofi. Ja, es ist auch eigentlich schade, dass die Konsolenhersteller das nicht irgendwie so richtig berücksichtigen, dass es einfach standardmäßig Treiber in Windows gibt oder halt auch für Mac und Linux. Ist ja nicht nur Windows. Weil so das Nonplusultra irgendwie für PC-Gamepads gibt es ja nicht, ne? Hätte ja noch den Switch-Controller. Ja, der geht, glaube ich, sogar auch am PC, oder? Aber der wird auch nur erkannt und kannst du dann nicht richtig nutzen. So, hier ist nämlich so ein Zeitportal, was ich in beide Richtungen benutzen kann. Ah, jetzt bin ich natürlich falsch rum reingegangen. Von dieser Seite. So. Wo kann ich da jetzt nicht hoch? Ah, so. Ist aber nicht so schön. Wie soll das denn gehen? Achso, da muss ich. Es ist aber. Das ist aber jetzt. Hä? Bin ich denn da überhaupt durch? Es ist ja Quatsch so. Vergessen. Durchsterben. Ja, nee, das ist ja nicht Sinn der Sache. Das muss doch irgendwie auch anders gehen. Aber so halt nicht. Hier nach unten. So ein Ausgang oder wie?
Ach, guck an, hier ist. Ah, genau, hier ist noch ein richtiges Portal. Ja, bin ich eben viel zu weit gelaufen. Das wird auf der Karte nicht angezeigt, oder? Ja, die Portale, also nicht was für Portale es sind, aber da, wo es halt so blau glitzert, da sind Portale in dem Raum. Das hatte ich eben halt nicht drauf geachtet, dass hier auch eins ist. Deswegen, habe ich das übersehen. Gut zu wissen, ja. Kann ich sogar auch rein? Oh, war ich hier schon mal? Ach ne, hier muss ich ja sogar hin. Oh. Ich muss nur nach unten rechts, oder? Okay. Ist ja gar nicht so schwer. Ich habe mir das nach deinem letzten Streaming auch geholt, aber bin noch nicht so weit. Ach so, oh, das freut mich. Aber warte mal, ich kann ja mal gerade den Titel vom Stream ändern. Jetzt eh gerade was anderes machen. Messenger 100%. Ach, jetzt geht das hier wieder nicht. Leider bei einem großen Monopolanbieter. Och! Sowas. Das ist aber nicht sehr nett. wobei andererseits, ich habe da ja auch viel gekauft schon. Und es ist auch teilweise einfach bequemer. So, jetzt bin ich hier durch, ne? Genau. 3 von 3, sehr gut. 3 von 3. 2 von 4, upsie. 2 von 3, 4 von 4. 3 von 3, geil. Dann gehe ich erstmal jetzt zum nächsten Portal. Das ist, ach, da links schon, sehr gut. Ich meine, bei Epic Games ist natürlich auch ein Monopol ist eigentlich. Also die sind ja die zweitgrößten im Grunde. Nur weil es nicht Steam ist, das macht ja nichts. Das heißt ja nichts so. Wobei bei Epic, glaube ich, die Entwickler mehr bekommen. Da ist, glaube ich, 80-20 und bei Steam, glaube ich, nur 70-30. Ne, umgekehrt. Bei Epic bekommen die, glaube ich, ein bisschen mehr. So, dann. Oh, Tower of Time. Uff, da war ich auch lange nicht drin. Wenn man das so ähnlich mit den Bücheranbietern Thalia und Amazon vergleichen würde, der Autor bei Amazon so gut wie nichts für bekommt. Nee, ich glaube, ein bisschen mehr kriegen die bei Steam schon. Aber ich weiß halt nicht, ob es sich wirklich lohnt. Ich meine, es muss sich ja irgendwie auch lohnen, weil sonst würden sie es nicht machen. Und Steam übernimmt ja auch schon viel, also die ganzen Community-Features und so drumherum, was du dann im Steam-Store alles machen kannst, das ist ja alles schon mit dabei, sozusagen. Das lohnt sich, glaube ich, schon. Also, so rein vom Geld her kriegen sie da vielleicht weniger, aber das Ganze drumherum, also wenn du halt irgendwie eine Community aufbauen willst oder so, dann hast du halt bei Steam direkt die ganzen Werkzeuge schon dafür parat. Und das ist, glaube ich, schon ganz geil dann. So, auf dem Berg. Komme ich von hier, glaube ich, ganz gut dran, ne? Genau.
Ich meine, Steam ist ja grundsätzlich auch nicht böse, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dann unterstütze ich auch gerne einfach kleinere Stores. Wenn nach hinten losgehen, wenn ein Spiel nicht so gut ist und alle drauf rumhaken können. Ja, stimmt. Oh. Wobei da ja auch irgendwie schon Mechanismen eingebaut wurden, damit es nicht diese komischen 1000 Negativbewertungen auf einmal gibt und sowas. Die ja oft dann gar nicht das Spiel betreffen. Wobei oft auch nicht, aber teilweise halt, ne? Man da nicht wirklich raus ablesen kann, ob das Spiel gut ist. So ähnlich wie bei den Amazon-Bewertungen, da ist ja auch oft irgendwie. Werden halt auch Sachen irgendwie bemängelt, die eigentlich ganz was anderes betreffen. Wenn halt irgendwie das Paket zu spät angekommen ist oder so, kriegt halt der Artikel dann irgendwie eine schlechte Bewertung. Das ist ja auch Quatsch. Jetzt bin ich doch zum Berg gegangen, ne? Ich Depp. Will doch ganz woanders hin. Aber von hier kann ich zum Tower of Time. Tolles Buch, 1 von 5 Sterne. Ja, genau, sowas. Can we go to the Cloud Ruins? Ich glaube, das. Oder ist das nochmal was anderes? Oh. Hier habe ich, glaube ich, schon alles, oder? Ja. Ja, wo ist denn der Tower of Time? I never get tired of this view. You don't want to go back to the glacial peak, do you? Yes. Also ich werde auf jeden Fall einen Teufel tun und jetzt hier nochmal zurückgehen. Weil da weiß ich mich ganz genau, dass hier diese eine blöde Stelle ist, wo ich tausendmal gestorben bin letztes Mal. Also ich muss da unten zu diesen roten Stacheln. Und da gab es auch ein Portal. Genau, das war doch hier. Und dann nach oben. Ich frage nur. So ist wahrscheinlich einfacher, ne? Wobei ich mir dieses Spiel, glaube ich, am liebsten, wenn wir gerade so drüber reden, auf der Switch geholt hätte. Weil Switch ist immer große Liebe. Ich spiele das ja eigentlich auch nur hier im Epic Store, weil ich das hier umsonst bekommen habe. Wegen Handheld-Modus. Ja, auch weil der Controller von der Switch eigentlich noch geiler ist, finde ich. Also der Switch Pro Controller ist schon ziemlich geil. Oh, nein, 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 nein. Ach, okay, ich falle ja nur in den letzten Bildschirm rein. Das ist ja alles safe dann. Ich glaube bestimmt. Ah. So, ach. Hier bin ich schon ein zu weit. Hier kann ich links. Ach, genau die Geschichte war das. Genau, hier kommt man wahrscheinlich links raus. Genau, das hatte ich mir letztes Mal schon gedacht.
So, aber... hier irgendwie rechts nach oben kommen. Boah. Das ist halt die Frage. Weil theoretisch... könnten mich ja vielleicht diese beiden Typis, die mich da unten bekocht haben, die werfen mich vielleicht hoch und dann lande ich da oben auf dem Dings. Ich weiß es nicht. Ja, genau, climb down. Weil sowas gab es so ähnlich ja schon mal woanders noch. Muss ich mal gucken. So, genau. Hey, little guy, wanna see our new strengths again? Yes. Oh, wo lande ich denn jetzt? Nee, das wollte ich nicht. Das war doof. Das steckt halt für die zwei Joy-Cons besser. Echt? Ist ja komplett irre. Also damit habe ich auch viel gespielt. Also was heißt viel, aber das erste Jahr, glaube ich, komplett damit gespielt. Bis ich mir einen Pro-Controller gekauft habe wieder. Genau, bis Xenoblade 2 rauskam. War das das erste Jahr? Oder erste anderthalb oder ein halbes nur? Kam ja irgendwie im Dezember, glaube ich. Bis dahin habe ich halt auch mit den zwei Joy-Cons gespielt. Das ging auch, also. So, jetzt müssen wir nochmal zu dem Dings reisen. Und dann den richtigen Weg gehen. Das wäre schön. So, ich habe eben ja, bin ich ja in der 8-Bit-Version da hochgegangen, ne? Das heißt, ich könnte jetzt nochmal versuchen, im 16-Bit da hochzukommen. Wow. Viel Splatoon damit gespielt, vor allem die Gyro-Steuerung. Haha. Ja, das hatten wir ja neulich schon. Warst du dabei, als wir bei Trials of Mana darüber gesprochen haben, dass Splatoon die Gyro-Steuerung sehr gut hat? So. It will take a long time for anything to grow in there. Ja. Yeah. Climb up, yes. So. Ja, sowas hier wäre sicherlich auch mal interessant mit Gyro-Steuerung. Ich habe extra gesagt, interessant, nicht gut. Hey, Krimi Master, einen wunderschönen guten Tag.
So. Aber hier komme ich jetzt auch wieder nicht hoch. Das ist doch frech. So, wahrscheinlich hätte ich da oben rechts einfach die Zeit ändern können. Du kommst vom Einkaufen. Ja, genau. Das ist ja alles völlig verdreht. Das war vorhin so schön. Aber jedes Mal, wenn ich einen Schluck Kaffee trinke, geht das eh wieder kaputt. Von daher. So. So, aber hier komme ich ja immer noch nicht rüber. Also. Das ist irgendwie. So gerne, was ich hier machen muss. Es spawnen ja auch keine Gegner, auf denen ich dann irgendwie nicht rüberziehen kann. Ach. Nee. Oh. Hilfe! Das ist ja geil! So simpel, ja. Aber... Ah! Easy peasy. Jetzt sind es noch 5, glaube ich, ne? Ja, aber ein weiterer Vorteil an dieser Ninja-Maske ist, dass ich meine mittlerweile doch etwas zu langen Haare nicht kämmen muss. Mach die Zöpfe. So lange sind sie noch nicht. So. Tower of Time. Achso, ja, genau. Da. Wie komme ich denn da eigentlich hin? Drei von drei. 2 von 4. Ach, da komme ich auch über das gleiche Portal hin, ne? Genau, das war ja da, wo ich übers Wasser rennen kann, genau. Über die Lava. Wie war das mit R2? Ja. Das ist auch was, wo ich wie immer die Benennung von den PlayStation-Knöpfen im Kopf habe. Ach, ich erinnere mich. Diese super einfache Stelle hier. Ja. Ich drück bei der Switch immer das falsche LRZLZR. Ja, wobei ich fand es da eigentlich... Also das fing ja an mit dem N64, da gab es als erstes mal den Z-Knopf. Das fand ich eigentlich ganz gut, weil der halt... komplett anders heißt. Und der war mir dann immer klar. Aber mit ZL und ZR komme ich auch immer durcheinander. Also ich weiß dann schon, welcher Knopf das ist, aber ich nenne die im Kopf nie so. Ich muss dann auch immer erst kurz überlegen. G
Game Boy hatte irgendwann L und R-Tasten. Ja, stimmt, der Game Boy Advance, damit fing das an, genau. Der 3DS sogar 4? Echt? Tatsache. Hier gerade auch rausgeholt. Mein schönes Xenoblade 3DS. Das ist komplett vergessen, dass der. Aber die heißen auch ZR und ZL. Aber gut, da halten sie sich ja auch an das normale Benennungsschema. Also da gibt es ja auch A, B, X und Y. So, jetzt nach rechts und dann nach oben. Ach genau, das war ja diese eine blöde Stelle, wo ich nicht durch den Boden gekommen bin. Aber ich habe kein Spiel, wofür man die braucht. War das nicht auch so, dass die erst mit dem New 3DS dazu gekommen sind? Kann das sein? Und dass der ja sowieso auch irgendwie nur 2 oder 3 Spiele unterstützt hat. Also, dass es nur 2 oder 3 Spiele gab, die explizit den benötigt haben. So, Das ist eine ekelhafte Stelle hier. Kann sein, immer diese Extrawurst, diese Wunderspiele. Ja, aber Xenoblade war halt so eins. Und deswegen habe ich mir den auch nur gekauft. Also auch und auch erst, als es den im Bundle gab. Also als es ein Bundle von New 3DS mit der entsprechenden Faceplate und Xenoblade gab. Für, ich glaube, 219 Euro. Ach, ich erinnere mich an die Stelle. Oh oh. Ach, genau, das war's, ja. Wie ging das denn nochmal? Einfach an den Dingern hochschlagen, oder? Ja, ganz einfach. Hä? Hä? All else fails, you could try jumping. Ja, ja, blöd, Mann. Ach so. Genau, das wäre die Medaille. So. Hatte ich aber schon. So, und jetzt muss ich nämlich meinen Trick machen. So, die ist gar nicht so schwer, ne? Ich kann ja einfach... Tada! Na, brauche ich keinen Applaus. Das war ja fast geschummelt. Ach so. Da fand ich den davor schwieriger. Diesen hier. So, ach so, hier rechts ist noch einer. Okay, das heißt, ich muss hier nochmal durch. Na gut. Das war dumm. Warum geht denn hier dieser Dings immer? Das war doch vorhin nicht. So. Achso.
Ui. So, jetzt rechts und dann da auf halber Höhe, okay. Falsche Zeit. Wo ist denn das nächste Portal? Da unten. Ja dann. Oh, das war knapp. Da komme ich ja gar nicht so leicht hin, ne? Ich sehe. Da muss ich ja. Oh, da muss ich eine ganze Ecke zurück. Uff. Boah. Das ist aber fies. Wer weiß, ob ich überhaupt zurückkomme nochmal. Oh Mist, stehen geblieben. Aber hier wollte ich ja eh hin, ne? Ja, genau. Ja, witzig. Das ist ja fies. So. Boah. Hier noch wieder runter. Weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Aber das sind schon... Es ist schon eine ganze Ecke, die ich jetzt hier dann laufen muss und dann auch nochmal. Aber gut. Ah, offensichtlich war es schon so angedacht irgendwie. Nein! Okay, erstmal einen Schluck Kaffee. Was sagt die Uhr? Ach, 1 Stunde 20 erst. Hat sich das mit dem Mikrofon jetzt eigentlich gebessert? Oder ist das immer noch so doof? Ab und zu ist es noch. Das tut mir leid. Sonst mach doch einfach einen Clip, wenn das nächste Mal passiert, dann kann ich mir das wenigstens irgendwie nochmal anschauen im Nachhinein. Vielleicht kann ich ja diese Geräuschquelle identifizieren.
und dafür sorgen, dass das nächste Mal nicht kommt. Ach, warum bin ich so? So, ich muss immer kurz mein Handy wieder Twitch anmachen. So. Wie mache ich einen Clip? Einfach Ausrufezeichen Clip in den Chat schreiben. So mache ich das ja auch immer. Also so. Ein Fehler aufgetreten. Ja, schade. Oder in der App müsste auch irgendwo so ein Symbol sein. Wie so eine Regieklappe. So, jetzt einfach nicht mehr dumm sterben, das wäre schön. Ui, das war knapp. Ach genau, hier diese Stelle. Erinnert mich dran, da komme ich nämlich gar nicht mehr zurück dann. Ach, au, aber ich kann hier oben... Ist auch rechts irgendwie ein Durchgang? Okay. Das ist mir neu, aber gut, dann werde ich da gleich mal noch schauen. Auch links durch. So wahrscheinlich dann, wenn die andere Zeit ist. Das ist ja schlau. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ach jo, das hier war doch letztes Mal auch so super knapp, ne? War das nicht so, dass ich nur noch ein HP hatte? Hm. Und das geht dann rückwirkend. Ja genau, nimmt die letzten 30 Sekunden immer auf. Also du kannst es auch über die App, wenn du das selber machst, dann kannst du selber einstellen, wie viel das ist. Ich glaube, es geht bis zu einer Minute. Ich sitze gerade am PC. Ja, da geht es noch einfacher. Da kannst du auch, glaube ich, einfach Alt und X drücken. Dann müsste das auch gehen. Dann müsste so ein neues Fenster aufgehen. Na toll, es ist ja hier auch nur so ein blödes Tor in die eine Richtung. Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn in der Jetztzeit? Da muss ich ja im Portal bereits umschalten. Das kann ja nicht sein. Selbst wenn ich jetzt hier reingehe...
Dann bin ich ja trotzdem hier in der falschen Zeit, ja. Das entpuppt sich doch als schwieriger, als ich dachte. Also wenn ich von hier aus komme. Genau, mich jetzt hier als 8-Bit in der Hölle. Nee, aber es geht ja auch nicht. Ich versuche erstmal die anderen noch zu holen. Wo fehlt mir denn noch was? Tower of Time, genau. Wie komme ich denn da hin? Oh, Elemental Skylands, da fehlen auch noch zwei. Das sind auch, glaube ich, die einzigen, ne? Ich kann aber gerade in den Shop gehen und fragen, wie viel ich denn wohl noch brauche. Four Power Seals, okay. Da sind drei. Da ist eins, okay. Dann, Nee, hier sind zwei und da ist eins, genau. Und das letzte ist dann hier, ja. Ja, Tower of Time. Der ist doch... Ja, nicht am Ende von den Wolkenruinen hin. War das so? Ich weiß es nicht. Andererseits, es gibt auch hier auch dieses komische Dingens-Race. Der vereiste Stab dich da nicht hinbringen wollen. Ich glaube, der hat mich hier hingebracht, in die Cloud Ruins. Aber von hier bin ich, glaube ich, auch dahin gekommen. Also von da, wo der vereiste Stab steht, bin ich, glaube ich, letztes Mal dahin gekommen. Also beim ersten Mal. Ich gehe da nochmal gucken. Kann ich nur sterben. Schade. Aber ich glaube, hier mit dem Drachen... Oh, ne, muss ich auch wieder von unten kommen, ne? Ja. Dem Drachen kann ich zu den Cloud... zu den anderen Dings hin. Hier zu den Elemental Skylands. Einen Clip gemacht. Ach, war es jetzt gerade wieder? Okay. Wenn ich den veröffentliche, bekommst du den dann? Jein, also der ist dann auf meiner Kanalseite und alle können den angucken. Aber ich halt auch. Ja, aber macht ja nichts. Ist ja... Dafür ist das ja. Soll das so? Ja, genau. Eigentlich ist es halt gedacht, damit Highlights und sowas auch von den Zuschauern mitgeschnitten werden kann. Kannst ihn dann ja löschen. Nee, ich glaube, das kannst sogar wirklich nur du machen auch. Aber das sehen wir dann. Kein Stress. Alles gut. Boah.
So, einmal hochklettern. Oh no. No! Da wollte ich wieder zu cool sein. So, okay. Na, Einsprung noch und tschüss, genau. So, da oben ist auch nochmal ein Zeitwechsel, oh Gott. Ich hoffe, den kann ich auch nutzen. Oh Mann. Das ging schnell. Oh no. Ach, das wächst sogar nach. Cool. Clip wurde hochgeladen. Ja, sehr cool. Dafür bringt er viele Likes und Klicks und Follower. Ja, ich denke auch. Genau darum geht es ja. Anderes wollte ich nie. Ach, hier ist die Stelle, genau, wo der Drache ist. Dann muss ich jetzt hier irgendwie Zeit umstellen. So, guten Tag. Hey Buddy, you wanna go to the Elemental Skylands? Yes! Also ich muss sagen, das Quick Travel ist ein bisschen nervig. Also dass ich dafür teilweise richtig weit laufen muss erst. Weil ich war jetzt ja schon ein paar Minuten unterwegs, damit ich überhaupt an die Stelle kann, von der aus ich zu dem Ort reisen kann, wo ich eigentlich hin will. Och nö. Ist ja eigentlich sowas wie New Game Plus, ja. Es gibt ziemlich genau das. aber du hast dann nicht alle eingesammelten Sachen, sondern nur, ich glaube, eine Sache kannst du dir auswählen, die du mitnimmst. Also ein Skill oder ein Item, glaube ich. Und das kannst du ja schon vorher einsetzen. Ich weiß nicht, ob das dann beim nächsten Mal durchspielen noch eins mehr ist und dann nochmal und nochmal und nochmal. Aber so irgendwie funktioniert es. Ach, guck an, der ist ja hier schon direkt. Okay, so. Achso, die Skylands sind ein... Ah, ja, okay. Ein langes Level.
Das finde ich auch cool an der Weltkarte, dass sie dir ziemlich genau anzeigt, wo du dich in dem Raum befindest gerade. So. Ach so, hier kann ich nicht durch. Ach so, da oben. Ah, muss ich noch einen nach links, ja. Ah, guck an. Das ist aber eklig. Oh nee, ey, das ist wieder hier mit ganz viel Rollen und dann in der Luft. Nochmal ein Dings machen. Ah, okay, doch nicht. Nicht zu viel drüber nachdenken. Dann klappt's auch. Alte Regel. So, 2 von 3. Okay, da fehlt noch eins. Der ist aber. Der wurde mir gerade schon angezeigt, oder? Den habe ich schon. Da ist noch einer. Uff, da ganz hinten. Na gut. Das war der Bereich, wo ich es schon hatte, ne? Ist auch geil gemacht hier, dass man einmal im Kreis laufen muss.
So. Oh no! Scheiße, wo war dein letzter Speicherpunkt? Och nö! Ja, da oben wäre direkt wieder einer gewesen, Mist. Egal. Kann ich die coole Stelle halt nochmal machen. Auch gut. Noch nach unten. So, aber da war ich auch schon gut. Da wohl hoch, wenn ich. Ne. Och nö. So, jetzt Serious Time. Einmal mit Konzentration. Oh. Den nehme ich doch mit. Die beiden auch, genau. Oh, bin ich eben hier bei diesen Käfern echt gestorben? Oh Mann. Das ist bitter. So. Dann kommt gleich... Oh, noch eins, wo ich durchlaufen kann. Sehr gut.
So. Ah ja, hieran erinnere ich mich auch. Genau, da habe ich auch Ewigkeiten für gebraucht. Boah, wie nervig können denn Gegner sein? Das gibt's ja nicht. Weißt du, was es jetzt gibt? Nee. Kaffee und gefüllten Berliner. Oh! Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht neidisch. Aber ich habe immerhin keinen Kaffee und ich spiele so Messenger. Ganz schlecht geht's mir auch nicht. Nein! Oh, was war das denn? Wie kann der mich denn erwischen, der Blödmann? Das ist wieder die Stelle, wo ich mich selber daran erinnern muss, dass es nicht darum geht, alle Gegner zu töten. Sondern einfach nur lebendig hier durchzukommen. Ist schon sehr befriedigend ist, wenn man die... Nein! Oh, bin ich wieder da reingefahren! Da fühlt man sich echt mies, wenn man ausweicht, ja. Also wenn man ausweichen kann... Ey, nicht frech werden!
Ich bin jetzt auch einfach zweimal da am Dings hängen geblieben, an der Wand, ne? Auch super dämlich eigentlich. Haben Wände so an sich. Och. Um 16 Uhr ist bei mir Werwolf. Keine Lust, lieber noch ein bisschen angeln gehen. Wenn ich tue für die Jugend. So, ach, oh, ja, ich erinnere mich, welche Medaille das hier war. Die war nämlich auch so komisch. Ja, das war die, die hier oben an der Decke irgendwie hing. Also nicht an der Decke, aber... So, ich weiß, ja. Genau. Okay, ich sehe gerade, die kann ich sowieso nur in dieser Zeit machen. Okay. Na! Ah. Oh, dann spawnt das neu. Das ist ja gut zu wissen. Ich hoffe, du bekommst was Cooles, wenn du alle Medaillen gesammelt hast. Ja, ich hoffe auch. Na! Ah. Ich glaube, so geht's. Na! Oh, Mist. Aber so wird's gehen, ne? Eine weitere Geschichte vom Verkäufer. Ja. Wobei die letzte Geschichte, die war ja echt toll, die da ganz am Ende erzählt wurde. In der Musikbox. Die mit diesem persönlichen Touch. Hattest du fast, ja. Ja, hier bin ich ja letztes Mal gescheitert, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Aber da kannte ich diesen Trick auch noch nicht mit dem Schweben. Oh Mist. Oh Mist. Das war doof. Dip, du, du, du. Ich musste lachen, als ich angefangen habe zu spielen. Wenn du den Schrank zu oft anklickst, dann labert er auch ohne Ende. Sehr gut. Monster im Käfig ist dein Vorgänger. Ach! Der auch den Schrank zu fragen, ohne zu fragen, öffnen wollte. Ach so!
Ach, nein! Ach, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Mist. Oh, was mache ich denn hier? So, jetzt aber. Muss es. Irgendwie ein bisschen besser in meine Muscle Memory reinkriegen. Das ist echt schwierig. Dann mit dem Gleiten und dann schlagen und dann springen. Das ist irgendwie nicht so ganz einfach. Boah, ich stelle mich aber auch an hier. Aber jetzt nur noch zwei Lebenspunkte, toll. Und vielleicht habe ich Glück, hier ist noch mal einer drin. Ja, sehr gut. Alright, ja, jetzt aber. Wo ist denn dann der letzte, wenn man die braucht? Toll. Der völlig aus dem Takt. Warum ist es so schwer? Ich will nicht, dass es schwer ist. Da musst du doch erst an die rechte Wand rüber. Ne, ich weiß nicht, also vorhin, da ging es ja auch irgendwie ohne. Ich war ja schon mal fast oben. Da muss ich auch insgesamt einfach ein bisschen weiter nach rechts. Also. Die letzten Bälle gehen ja diagonal nach oben links.
Nee, die gehen ja alle quer. So. Das war sogar ein bisschen so gewollt jetzt. Weil nämlich der letzte, bin ich extra ein bisschen weiter nach rechts gegangen. Danke, danke, danke. Du hattest recht. Ja, natürlich hatte ich recht. Pff. Schließen linksbündig ab, ja. Naja, aber es ist ja natürlich, dadurch, dass ich die ganze Zeit hoch und runter gesprungen bin, sieht es natürlich ein bisschen so aus. Dir sei verziehen. Aua, 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 aua. Sowas, ich bekomme immer, du sendst eine Nachricht zu schnell, nur weil ich mit 10 Fingern schreiben kann. Nee, weil du mit zu viele Nachrichten pro Minute oder so schickst. So, Skylines 3 von 3. 4 von 4. 3 von 3. 3 von 4. 2 von 3. Ja, ist halt die Frage, wie komme ich zum Tower of Time, ne? Weil ich glaube, wenn ich das hier zu Ende mache, dann komme ich auch nochmal zum Tower der Zeit. Achso, der zeigt mir sogar insgesamt die Dinger an? Nee. Doch, hä? Ah, 43 von 45, okay. Zwei Stück noch. Deswegen die vielen Eumels, ich muss die mal einlösen. Ja, genau. Ich finde es schon cool, dass diese Bonus-Dinger schon schwierig sind, aber nicht zu schwierig. Also klar, natürlich könnte man das jetzt noch schwieriger machen, aber ich weiß halt nicht, ob es dann immer noch Spaß macht, das zu machen, weil dann irgendwann lernt man halt stumpf auswendig, bis man es kann und dann kann man das halt, aber dadurch wird man ja eigentlich nicht gut. Weißt du, was ich meine? Das finde ich immer doof, wenn man Spiele eigentlich nur auswendig lernt, anstatt wirklich gut darin zu werden. War doch auch dieser relativ einfache Boss, ne? Der einzige Boss, den ich beim ersten Versuch geschafft habe. Ach, jetzt fährt er einfach zurück. Uff. Ja, super. Das hat sich ja gelohnt. Ja, wie komme ich in den Tower of Time? Boah. Also entweder durch dieses Portal. Portal has been destroyed from the other side. You can't go in there anymore, but you already got what we needed. Achso. Entweder ich mit ihm reden. Try my Tower of Time Challenge. Yes. Aber ich glaube nicht, dass ich damit wirklich nochmal im Tower of Time bin. Weil ich kann ja hier auf die Karte gucken, ne? Ah, doch, haha. Frage ist nur...
Achso, doch, da ist ja sogar ein Ausgang. Geil. Oh. 8 Enterhaken, ja, natürlich. Ja, also dafür, dass ich eigentlich den DLC machen wollte. Aber naja. Eigentlich wollte ich ja auch sowieso erstmal 100% hier machen. Von daher passt das ja eigentlich alles ganz gut. So, hier nach links, genau. Ach ja, ich erinnere mich. Oh, 100% will mit einschließen, dass du mit einem Geldwaschbecken auch alles kaufst. Oh, stimmt. Ja. Das mache ich ja auch. Boah, der hat hier auch noch Knockback, der Drecksack. Der ultra fies. Ah! Okay, dann warte ich jetzt erst, bis er bei mir ist, damit ich ihn töten kann. Und dann mache ich ganz in Ruhe das Teil. Ja, jetzt ist er natürlich schon... So, ach, das hier war die. Da unten links geht's auch noch durch, okay. So. Cool. Ja. Achso, es ist gar nicht so schwierig. Oh nein, jetzt muss ich ja bis dahin auch nochmal. Oh. Das ist natürlich super ätzend, dass ich jetzt... Oh. ...ihn hier auch immer nochmal besiegen muss. Wobei es jetzt gerade ziemlich gut aussieht. Halt diese Speed Challenge hier nochmal schaffen muss. Ah, Mist. 1, 2, 3, gute Laune! Dankeschön für diese Erinnerung. So, Ah, Mist! Warum vergesse ich denn dann immer zu schlagen oder so? Ja, das ist schon...
Oh. Schade. Ne, kann ich schon wieder vergessen. So, jetzt aber. Mal die Ninja-Kapuze wieder richtig aufsetzen. So, rüberschwingen und sofort das Ding schlagen. Kriegen wir das hin, ja, ne? Ja, easy. So, sehr gut. Dann fehlt jetzt nur noch die eine in der Hölle, ne? Wo ich nicht weiß, wie ich drankomme. Ja, 54. Da. Also ich kann... Das kann doch nicht wahr sein. Geht er jetzt nochmal hin? Ach, eigentlich kann ich auch sterben, ne? Werde ich ja eh jetzt bei dem Dings zurückgesetzt. Pro-Tip, avoid the spikes. Ach! Danke. Dumm von mir. Dip, 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 dip. Könnt ihr eigentlich meine Waschmaschine hören? Die rödelt nebenan total gerade. Letzte Schleudergang. Nö, das ist gut. Oh, das war nicht gut. Ach, ich darf ja nicht stehen bleiben, Mist. So. Willkommen zurück in der Hölle. Damit meine ich nicht meinen Stream. Ha. So. Oh oh, das war ein bisschen früh. Upsala. Ah, das ist auch schwierig. Da muss ich auch dran denken, dass ich dann nochmal A drücken muss, um wieder... 451 Mal, hui. Um dann nochmal zu gleiten, muss ich erneut drücken. So, ich muss jetzt hier rechts und dann hoch, genau.
Oh, dieses blöde Krabbelvieh an der Wand, das hat mich schon so viel Nerven gekostet. Da ärgere ich mich jetzt nicht drüber. Mach doch eine kleine Pause und schrei deinen Frust aus dem Fenster. Ach Quatsch, 1, 2, 3, gute Laune. Das ist what it's all about. Ach nee, muss ich auf die andere Seite, ne? Genau, so war das. Beste Einstellung. Ja, ach, ich ärgere mich doch nicht über ein Videospiel. Wo denn da hin? Vor allem nicht on stream. Nachher schwappt die Laune noch auf euch über und dann habt ihr auch schlechte Laune und ich bin schuld. Nee, nee. So nicht. Nicht wegen sowas. Ah, Hilfe. Ui. Ah, nein, 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 nein. So. Dann sollte man das Internet auch ausmachen. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich auch sagen muss, dass ich festgestellt habe, seit ich so viel streame, lese ich weniger Twitter und so. Und das tut mir, glaube ich, auch ganz gut. Weniger Sachen, über die ich mich ärgere. Mehr Sachen, über die ich mich freue. Deswegen spielt Videospiele. Ich will nicht sagen, dass es euch glücklicher macht, aber es macht euch weniger unglücklich. Ah, oh no. Okay. Ach, hier bin ich. Generell das viele Lesen von Social Media, ja. Ja, wobei, also wenn man die richtigen Sachen abonniert hat, dann geht's wahrscheinlich. Aber es ist halt auch echt ein schmaler Grat zwischen ich lese mal die Nachrichten und dann auf einmal, also irgendwo muss man sich ja informieren. Man darf halt auf keinen Fall irgendwie Kommentare zu irgendwas lesen, das ist immer ganz furchtbar. Das fängt mittlerweile sogar bei Instagram an, habe ich gelesen, habe ich heute gesehen. Da war Werbung irgendwie für so nachhaltige Schokoriegel, die halt sowohl für die Umwelt wegen der Verpackung besser sind, als auch für dich, weil da weniger so super ungesunde Sachen drin sind. Irgendwie 65% weniger Zucker. Und ja, dafür hat er halt irgendwie 2 Euro gekostet pro Riegel. Was den Leuten dann zu viel war und sagen so, oh, nee, so ein Scheiß, interessiert mich überhaupt nicht. Was für Müll. Und dann habe ich halt nachgefragt, ja, warum nicht? Ja, ne, ist mir zu teuer und so wichtig sind mir diese Sachen nicht, die ihr da genannt habt. Dann denke ich mir auch, was sind das für Leute? Also erstmal, warum... ich meine, klar, dass es irgendwie einem nicht so wichtig ist, kann ich schon nachvollziehen. Also, nicht nachvollziehen, aber akzeptieren. Man sagt, ja, mein Körper ist mir nicht so wichtig, wirklich nachvollziehen kann ich es nicht, aber... Ja, da hast du die Antwort, Leute, genau. Aber, dass sie sich dann, dass es denen dann so wichtig ist, das kundzutun, dass sie das, die viel Zeit nehmen und das da drunter schreiben, das ist halt das, was ich nicht verstehe. Du kannst dich ja bei dir im stillen Kämmerchen ärgern, aber weil dich etwas nicht interessiert, da so einen Aufriss machen. Es geht schnell von der Hand, ja. Weiß ich nicht, also da ist mir irgendwie meine Zeit eigentlich zu schade für. Ich meine, ich streite mich auch gerne über Quatsch, aber da ist mir und meinem Gegenüber dann eigentlich immer bewusst, dass es... Ach,
hier ist nur der Ausgang. Ach, der Eingang ist da rechts. Ah. Was anderes? Sag mal, habt ihr The Fall-Teile gespielt? Nee, das sagt mir jetzt auch gar nichts. Oder? Nee, The Fall? Nee, das kenne ich gar nicht. Ich habe nur Towerfall gespielt, aber das ist ein anderes Spiel, glaube ich. Die Robo-Shooter mit vielen Rätseln. Oh, das klingt gut. Klingt nach etwas, was genau für mich gemacht wurde. Ich werde hingesetzt und, ah, was mag denn der Möbor gerne? Ah, der mag so 2D-Shooter, auch ein bisschen Rätsel. Hm, ja, dann lass uns doch ein Spiel für ihn machen. Und guter Story. Oh, krass. Achso, hier wahrscheinlich irgendwie durch. Wie soll das denn gehen? Soll ich dir das mal auf Twitter schreiben? Ja, mach mal. Das wäre cool. Ja, so. Hier ist jetzt der andere Ausgang, aber hier komme ich auch nicht durch. Also ich habe auf beiden Seiten so eine Tour, so eine Tür, wo ich nicht wirklich reinkomme. Aber noch eine offene Tür ist hier auch nirgends, ne? Hm. Haltung zeigen. Ja, jetzt setzt sich ja schon wieder gerade hin. Hallo, Tattoo Anton. Schön, dass du da bist. Wie komme ich denn hier durch? Hier ist ja auch kein Schalter oder sowas. Also gibt's ja eh nicht. Die sind auch nicht so lang, 7 Stunden. Wohl die falsche Zeit. Hm. Kannst ja mal gucken, ob das was ist. Ja, sehr gerne. Also hier scheine ich nicht reinzukommen. Dann. Ja, aber zurück komme ich ja von hier aus auch nicht mehr. Nein, theoretisch schon, aber es ist sau anstrengend. Und. Wobei doch nicht. Ah, vertan. Sieht mir nicht so aus, als wäre das so gewollt, dass man hier nochmal. Irgendwie, sich durchkämpft. Wobei. Hm, vielleicht doch. Da oben. Ach ne, da war ich schon. Da ist bestimmt noch was Cooles. Oh, ich habe auch nur noch ein Leben. Ups. Ja, was ist die letzte Medaille? Die müssen wir doch noch kriegen jetzt hier. Das kann nicht sein. Nicht, weil ich den Anfang nicht, den Eingang nicht finde. Kann es ja noch weniger sein. So, hier ist der andere Eingang. Hier komme ich auch nicht rein. Hm, was kann man denn da noch machen? Ach, oder öffnet er sich, wenn ich hier irgendwie. Nee. Das nicht. Doof. Soll das gehen?
Och Mann, warum kann ich jetzt hier die Lösung nicht finden? Wollt ihr das vielleicht mal googeln oder so? Wenn man in der Underworld diese Medaille findet, also wenn man in den Raum reinkommt. Oder ich suche das eben mal selber raus. Sowas Ärgerliches. Das kann ja nicht sein. Messenger Underworld. Wie heißen die Dinger? Die heißen ja nicht Medaille, ne? Medal. Ah, Power Seal. Seals, ja, genau. Ah, Guide with Video and Dings. Okay, aber kein Inhaltsverzeichnis, wow. Underworld. Power Seal 1, ja, ja, ja. Mhm. So, 4. The last Power Seal in Underworld can be very confusing to find, but that's what why we have this guide. First and surprisingly, you need to be in this frame. Ach, okay. Ich muss doch einen weiter. Ja, wenn man nämlich genau hinschaut, kann man sehen, dass da rechts in dem Raum, wo es nach unten geht, du hast nur noch ein Leben. Ja, ich denke, ich werde einfach sterben, dann komme ich nämlich eh oben raus. Kann man sehen, dass in dem Raum, wo es nach unten geht, da ist nämlich rechts daneben keine Begrenzung nach unten. So, hier geht's scheinbar nach unten. Ach! Guck mal einer an. Wow. Ja, jetzt kann ich hier nämlich nach links. Oh! Das ist fies. Ja, nee, genau, weil der Raum, der ging nämlich nach unten noch weiter. Das sieht man natürlich nicht, wenn man da so hastig durcheilt, wie ich das immer mache. Das war natürlich cool. No! Oh nein, jetzt muss ich auch bestimmt wieder. Oh, ich mach erstmal dieses Ding hier ab. Auf den letzten Metern noch einen Schluck Kaffee, der sicherlich sehr kalt ist jetzt. So. Einmal die Ninja-Maske wieder richtig anziehen. Einmal ernst machen. Damit ich für den großen Moment auch gut aussehe. So. Ja, doch, ist gut. Das ist schon geil, dass man hier einfach noch viel weiter runter kann. Tada! Hätte es erahnen können, weil der abschließende Boden sieht immer etwas anders aus, aber wer achtet da schon drauf? Ja, genau, das meine ich ja. Jetzt kann ich hier nämlich nach links raus oder auch nach rechts, genau.
Achso, ne, ich gehe natürlich nach links. Oder auch nicht. Aber gut, da ist ja auch ein, Achso, ich muss hier sogar nach unten. Hä? Nee. Achso, weil ich in der falschen Zeit bin. Oh. Das ist ja doof. Ach, dann springe ich einfach nochmal in die Lava. Müsste ich ja eh oben wieder rauskommen jetzt, ne? Ja. Ja, ist auch doof, dass ich nicht von allen von den Speicherpunkten zurück kann. Aber gut, ich will ja nicht meckern. So, seid ihr auch schon so aufgeregt wie ich? You got the windmill shuriken. Avoid catching it to maximize duration. What? Ach! Das ist ja cool. Ach! Geil! Ja, das ist wirklich cool. Wobei das auch nur eine begrenzte Dauer geht, ne? Wow, super. Naja, gut, aber ist okay, finde ich. Achso, und ich kann trotzdem wechseln. Ja, geil. Ja, was das gerade für Bosse wäre, das ist ziemlich cool. Also ich meine, klar, jetzt kommen natürlich keine mehr, aber ich habe ja noch den DLC. So, jetzt haben wir hier nämlich alles fertig. Sehr gut. Dann kann ich jetzt ja nochmal versuchen, hier irgendwie schlauer zu werden.